Wenn wir wieder auf der Straße stehen. Das war aufschlussreich. Aber gut, dass ich diese Frage zuletzt gestellt habe. Interessant. Sie vertreiben die Echsen und übernehmen einige, nun ja, merkwürdige Denkweisen von diesen Echsen. Wie ich euch bereits vor diesem Auftritt erklärt habe. Achso, wenn ihr aus dem Tempel herausgeschickt werdet, dann wird er euch, weil er weiß, wo ihr hin mögt, tatsächlich auf der Rückseite des Tempels vorbeiführen. Die Treppenpodeste nach unten könnt ihr dann neben vielen Pfirsichbäumen entlang gehen, bis ihr dann kurz vor euch viele große Gassen erkennen könnt. Und wenn ihr dann dem unbestimmten Weg folgt, werdet ihr nach einiger Zeit in so etwas wie einem Innenhof zum Stehen kommt, wo ein gewaltiger Brunnen sich befindet und mehrere kleine Schreinstatuen sich befinden, die dann unter Palmen oder so etwas aufgebaut worden sind. Und da werdet ihr tatsächlich einen weiteren Kultplatz finden können. Kein richtiger Tempel, nur diese Statuen, die hier überall stehen. Auf dem Weg finden wir so einen Heimermut, erkennt man da einen, irgendwie also, wie Geschichtenerzähler aussieht? Ja, wenn du gerade in die Gassen reinblickst, kannst du auch stehen bleiben und da siehst du dann, wie er wohl vor ein paar Kindern sitzt und denen irgendeine Geschichte erzählt. Also einfach ein alter Mann mit einem Bart, ihm fehlt wohl ein Teil von seinem Arm, der hat er vielleicht im Krieg verloren oder so, obwohl er schon vor längerer Zeit. Und so ein bisschen stumpige Zähne würdest du meinen, aber die Kinder lauschen ihm gebannt. Auch gerne stehen bleiben. Serpentinio zieht tatsächlich zu der Mine kurz am Ärmel und nickt mit dem Kopf in seine Richtung und bleibt eine Minute stehen, aber wenn er halt irgendwie noch mitten in irgendeiner Kindergeschichte ist, gehe ich, denke ich, dann auch weiter, denn ich will ihn jetzt nicht unterbrechen. Es gibt hier vermutlich genug, dass wir einfach, wenn wir vom Rahnen willkommen, mal nachsuchen können, der gerade nichts zu tun hat. Ach, mir haben die Geschichten der Heimermutschinen gefehlt, seit ich meine Heimat verlassen habe. Aber nur des Interesses halber, was erzählt er gerade? Er erzählt von dem großen Ballard Gilivatan, der gemeinsam mit Rashtul al-Sheikh und seinem magischen Speer die Echse vertrieb. Danach wollte ich ihn fragen, also bleiben wir doch noch ein paar Momente hier stehen unter ihm zu. Ja, er deutet wohl immer wieder so an, wie dieser Stich geführt wird von dem großen Rashtul, der wohl ein Gigant gewesen sein muss. Gerade wenn dann auch ihr herantretet und dann stehen bleibt, dann deutet er wohl auf Rafim und gestikuliert, deutet wohl immer wieder auf ihn und die Kinder halten sich die Hände vor den Mund und weichen so ein bisschen erst von Rafim zurück. Und Rafim, du verstehst es nicht ganz. Irgendwann kommt er zum Ende und dann laufen all diese kleinen Kinder auf dich zu und umarmen dich an deinem Bein. Blamin stupst ihn an. Mach mit! Er vergleicht dich mit ihrem großen Helden, Rashtul al-Sheikh. Und wie er irgendetwas aufgespießt hat. Du hast deinen Speer dabei, ne? Natürlich. Ja, du kannst auch sehen, wie diese kleinen Kinder anfangen zu weinen und dich überall umarmen. Und auch der Heimamujim, der kriegt wohl seinen Mund gar nicht mehr zu, als er dann auch erkennt, wie du tatsächlich den Speer führst. Ja, ich würde mal den Speer in die Hand nehmen und den ein bisschen in der Luft rumwirbeln. Die Luft wird zerschnitten von dem Titanium und du kannst tatsächlich wohl auch sehen, wie, wenn du nach oben mal blickst, wie wohl so die ein oder andere Wolke sich gebildet hat und es sieht fast nach Gewitter aus. Die Kinder schauen nach oben, springen und hüpfen um dich herum und rufen Donner, Donner. Ist das gut oder schlecht? Nun, Kinder könnte man als gut und schlecht betrachten. Ihr solltet es als positive Aufmerksamkeit verbuchen. Für den Moment. Und dann kannst du sehen, wie wohl auf das eine Wort von dem Heimamujim dann die Kinder in die alle Himmelsrichtungen erst einmal verschwinden und jeder in einer anderen Gasse. Habt Dank für diese schöne Geschichte, Ehrwürdiger. Ihr weit gereist. Kommt ran. Ich, Mann von großem Wissen, aber ihr seid besonders. Ich kann es spüren, wie die Sphären euch umwandern. Ach, das könnt ihr spüren. Ich kann es sehen. Wir kamen leider zu spät, um den Anfang eurer Geschichte zu hören.
Aber das Ende klang sehr interessant. Ihr habt die Geschichte dieser Gründertage erzählt, nicht wahr? Vor langer Zeit. Mehr als 2000 Jahre. Aber Ende noch nicht erzählt. Ende von Jerkesh nicht erzählt. Aber Schicksal, Karmalknoten, ihr hier. Und dabei zeigt er mit seinem verbliebenen Zeigefinger auf Rafim. Ihr müsst der wiedergeborene Rashtul al-Shaik sein. Rafim, jetzt musst du nicken. Ja, warum nicht? Wie hoch ist dein Wert in Tula Medium? 7, also ich verstehe vermutlich so halb, was er will, aber also nicht ähnlich, vermutlich ähnlich irgendwas. Ähnlich wie bei Voltax, ja. Richtig. Genau. Also die Zusammenhänge, 7 ist... Die Zusammenhänge aber nur Tula Media, kein Utula Media. Genau, die Zusammenhänge verstehst du über deinen Wert in Tula Media. Ja. Wie kam es, dass Rashtul al-Shaik an der Seite von Balad Kelevatan gefochten hat? Großkrieger. Groß, so wie er. Beide. Und sie gefochten gegen Echsen und Gewürm. Er hat geschlossen den Ries und versiegelt mit 3 Tempeln. Ah, welche Tempel? Und der Aveshar-Tempel. Und vor allem welchen Riss? Den Ries. In den Sphären? Auch. Große Ries in Sterne. Sie gekämpft mit Speer. Dabei zeugt er wieder auf Rafim. Und sie besiegt. Zurückgeschlagen. Aber ihre Agenten sind immer noch hier. Ihr habt gehört vom Fall von Kunchum? Vom sagenhaften Yashua Lai? Das waren Echsen. Nun, Bastabon hat sie zurückgeschlagen, ja? Bastrabun nicht. Rashtul al-Shaik. Bastrabun, gut, großer Mann, großer Kopter, Zauberkraft, aber Genie hinter Sternenkraft ist Rashtul al-Shaik und Balad Kelevatan. Ja, während er mit euch redet, könnt ihr jetzt wohl sehen, wie eine ganze Menge an Kindern, Bauern und auch Händler durch die Straßen und Gassen auf euch zuströmen. Ey, wir sollten hier vielleicht gehen, wir erregen zu viel Aufmerksamkeit. Ja, er hat recht, wir sollten die Echsen jagen gehen. Ein vorrangiger Vorschlag. Wie das passiert, wenn man mit jemandem so groß wie Rafim unterwegs ist. Schließlich ist er der wiedergeborene Rashtul al-Shaik, hm? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das gut für mein Ego ist. Ihr solltet lächeln und winken. Moment, wenn Rafim der wiedergeborene Rashtul al-Shaik ist, bin ich dann der wiedergeborene Bastrabun, weil ich meine, ich mag Echsen jetzt auch nicht besonders. Seid ihr in der Lage, einen Bandkreis von einer solch enormen Größe und Kraft zu erschaffen, dass er die Echsen aus dem gesamten Halbkontinent hält? Ich habe es noch nicht probiert, aber ich würde sagen, ja. Dann würde ich vermuten, dass ihr es nicht seid. Rafim, eine junge Mutter kommt auf dich zu und drückt dir dann wohl ein neugeborenes Kind in die Hand. Sie fängt an zu weinen und gestikuliert und gibt dir immer wieder dieses Kind. Ihr solltet es segnen. Du kannst es verstehen. Also dieses Utulamidische oder das Tulamidische, das Segnen, das verstehst du. Ja, wunderbar. Dann schneide ich mir ganz ungeniert in den Arm und male dem Kind auf die Stirn das Symbol des Chors. Großer Kämpfer. Sie würfelt mal Götter und Kulte, ob sie... Hat Chor überhaupt das Meer schon verlassen? Ja, das ist halt so, als Frage. Als Kultform? Nee, also, ich glaube nämlich nicht, ja, oder? Nee, also sie wird das Symbol nicht kennen, nicht mit 13, 15, 14, das kriegt sie nicht hin. Und ob Chor überhaupt angebetet wird, ist eine Frage, die ein anderes Mal geklärt wird. Aber und in Zukunft kennt man in unwichtigen Dörfern irgendwo in Manadistan Rashtul al-Shaik als einen Avatar des Chor. Ich verstehe. Philomin raunt dabei Kelbara zu. Nun besser der wiedergeborene Rashtul al-Shaik als der wiedergeborene Donatian. Tja, aber auch den werden wir hier irgendwo oder seine Werke aufspüren.
denkt daran, dass er diesen Tyrillion-Tetraeder gebaut hat und schon hier gewesen sein muss, nicht wahr? Boltax, du hast doch diesen... Hast du diesen Kopter näher gesehen? Könnte er das gewesen sein? Nein, er war in der Sänfte, oder? Ich habe nur einen kurzen Blick auf ihn erhaschen können. Es war zweifelsohne ein Amtskollege, aber nein, es sah nicht aus wie Donatio. Nun, die Möglichkeit besteht. Dafür müsste ich ihn mir näher anschauen. Ich meine, ich habe Donatio schon gesehen. Gehen. Nicht, dass mir das jetzt nicht gefallen würde, es wäre gelogen, aber können wir uns jetzt den Tempel angucken? Du kannst dich hinterher wieder in Bescheidenheit üben. Ja, aber ja, das lass dem Rahan dran. Ein paar Meter weiter findet ihr dann den besagten Innenhof von Rahandra mit den zahlreichen Statuen von einem. Es sieht aus wie eine Mischung aus Rondra, Effard und Praios. Die Statuen sind auf alle Fälle männlich und blitzeschleudernd. Aber ein Schwert oder so etwas könnt ihr an dieser Rondra-Statue nicht erkennen. Rahandra war in Altheiten vor allem eine, wie soll ich sagen, kriegerische Wettergottheit. Auch heute noch sagen wir in Fasar, dass Rahandra den Regen für die Felder bringt. Auch wenn es mittlerweile durchmischt ist, ob die Leute er oder sie zu dieser Gottheit sagen. Aber die urtulamitische Version ist auf jeden Fall männlich, wie wir hier sehen können. Ja, ist ja ganz schön hier. Aber laufen hier wohl auch irgendwelche Geweihte rum? Also wenn du dich umblickst, kannst du wohl eine ganze Menge an Bauern erkennen, die hier wohl beten und opfern. Das sind wohl jetzt keine Silbermünzen oder so, die sie jetzt in Schalen schmeißen, sondern vor allem Ziegenfelle, die hier geopfert werden, oder Fleisch von denen. Wartet mal einen Moment. Das, was er gesagt hat, mit diesen drei Tempeln, das passt zu der Vision, die die Göttin mir gegeben hat. Ich habe sie euch nur kurz skizziert, aber naja, jedenfalls diese drei Echsen könnten diese drei Tempel aus der Vision sein. Und nun, was sie einschließen, das gerade klang eher wie die Sternenlehre. Aber was ich gesehen habe, ließ mich eher an Rajas Widersacherin denken. Könnten das vielleicht die drei Tempel hier in der Stadt sein, die den vierten irgendwie in Schach halten? Leftan, Rahandra und Avesha gegen... Ihr wisst schon? Möglicherweise. Es fehlt uns leider die Möglichkeit, diesen Tempel nun genauer zu inspizieren, vermute ich. Es könnte sich genauso gut um eine Dualität handeln. Schließlich ist das Wesen des Leftan selbst in eurem Kult umstritten genug, um unklar zu sein. Nun, es ist doch eine These, dass der Balad Kelevatan nur eine andere Anbetungsform der Widersacherin ist. Ebenso ist es eine These, dass der Balad Kelevatan die wahre Form des Leftan ist, der Tarnung halber seinen Weg in das Raya-Pantheon gefunden hat. Nun, sagen wir so, auch das ist eine Geschichte, die man in meinem Kult nicht laut erzählt, aber manche von uns glauben, dass Raja nur, wie soll ich sagen, den rettenswerten Teil ihres Sohnes aus den Niederhöllen zurückgeholt hätte und dass etwas von ihm zurückgeblieben ist. Nun, die Wesenheit fremdsphärischer Entitäten ist spekulativ tatsächlich wandelbar. Es gibt mehrere Hypothesen darüber, dass diverse von ihnen vor langer Zeit, Zeitaltern möchte man meinen, Spaltungen vollzogen haben mögen. So oder so kommen wir vielleicht zum eigentlichen Thema zurück. Wo genau liegt eigentlich das Objekt unserer Begierde? In der Festung, nicht wahr? Auf ihm, du kannst sehen, wie ein kleiner Junge wieder auf dich zukommt und in seiner hohlen Hand öffnet sie vor dir und hält dir eine Eidechse hin. Ja, ich würde die mal in die Hand nehmen und Boltax, was für Tier ist das? Eine Echse. Ich denke... Als der wiedergeborene Rashtul al-Shaik ist es eure Aufgabe, die Echse zu vernichten. Ja, das müsst ihr machen.
Ich übernehme das gerne das für euch. Das kannst du nicht machen. Ich werfe Kelbara einen hilfesuchenden Blick zu. Ihr müsst, es sei denn, ihr wollt den Zorn der lokalen Bevölkerung auf euch ziehen. Ihr wisst doch gar nicht, was das will. Hey, Junge, warum hast du ihm die Eidechse gegeben? Mach tot! Seht ihr? Tsunamin, ich denke, wir sind in einem fremden kulturellen Gebiet und wir sollten fremde Kulturen respektieren. Das denke ich auch. Nun ist es nicht aber auch ein Frevel gegenüber der Götzen des Lebens? Um Himmels Willen, Rafim, jetzt murkt denn dich das Tier ab. Und ich wurde von ihr ausgewählt, ja. Aber auch ich muss mich anpassen, wenn wir hier überleben wollen und herausfinden, was oder... Wenn wir keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollen, dann sollten wir es tatsächlich tun. Ich denke, dass Zar den Tod einer Eidechse, der vor 1200 Jahren passierte, verkraften kann. Nun, Sieht missbilligend aus, aber schweigt. Rafim, willst du diese Aufgabe deinem werten Bastrabun überlassen? Oder möchtest du es selbst vollbringen? Nein, mein Bruder, ich höre und gehorche. Also? Nun gut, in dem Fall... Ja, du siehst, wie er offensichtlich Tsunamin anguckt und abwartet. Ihr solltet es vermutlich wirklich selbst tun. Also gut, dann schneidet ihr einfach den Hals durch, aber am besten nicht ab. Naja, aber ihr gebt mir immer noch keine Befehle. Nein, ich gebe euch keine Befehle, aber... Wenn ihr Tsunamin zufriedenstellen wollt, dann schneidet ihr einfach nur kurz den Hals durch, lasst den Kopf dran und ihr solltet sie nicht zerquetschen. Danach gebt ihr sie mir. Und zwar unauffällig. Ja, ich will sie weiterhin anschauen. Seid nicht albern. Greif einfach den Schwanz und präsentiere sie ihnen als Trophäe. Werf den Schwanz ab, Tsunamin. Ich würfel mal auf Tierkunde, ob ich das hinkriege. Wahrscheinlich eher eine Fingerfertigkeit, aber ja. Ja, damit ich einschätzen kann. Also das ist dir bekannt. Gerade wenn du aus dem Süden kommst, du weißt, dass Eidechsen noch ihren Schwanz abwerfen können und der wird sich dann irgendwann wieder regenerieren. Ja, dann würde ich mit meinen ja sehr großen Händen die Eidechse verdecken und in zwei Teile reißen, ohne ihr dabei langfristig Schaden zuzufügen. Ja, ein großer Aufschrei geht durch das Volk und dann jubeln alle, springen wieder um mich herum und hüpfen. Man sieht, wie Kelbara die Augen verdreht und entnervt in deine Hände guckt. Ja, ich... Tsunamin klatscht und macht ein großes Getue, um näher zu vertuschen, dass der Eidechse nicht allzu viel passiert ist. Ich würde Kelbara die Eidechse übergeben. Ja, die verschwindet dann auch irgendwo unter ihrem Gewand und krabbelt da wohl. Du kannst es wohl sehen, wie sie unter dem Stoff entlang krabbelt und dann wohl irgendwo bei ihrer Tätowierung, die den gesamten Rücken runterläuft, stehen bleibt und sich dann da anpasst. Ich möchte einen Zauber sprechen. Ja, gerne. Welchen? Einen Salander Mutanda. Okay, was und zwar, du das tun? Ich möchte die Eidechse verwandeln. In einen Floh. Die ist ja tot. Nee, da wurde nur der Schwanz abgerissen. Und zwar jetzt möchte haben ich... Jetzt sogar Abel mir verwirrt. Das war so gut, dass wir sogar Abel mir getäuscht haben. Charakter. Muss man schon sagen, oder? Muss man schon sagen. Ich möchte die Formel wegmodifizieren, ich möchte die Geste wegmodifizieren und ich muss natürlich die Reichweite um einen Schritt erhöhen. Das sollte in der Schwernis von, vermutlich im Bereich von 10 Punkten sein. Rechnen wir aus, nachdem ich gewürfelt habe, ja? Ja, genau. Wenn es nicht klappt, oh mein, dann klappt es halt nicht. Aber Kelbara ans Bein pissen ist eine Möglichkeit, die ich nicht liegen lassen kann. Wie ist die Magieresistenz von der Echse? Ist die sehr gering oder sehr hoch? Da sie ein Tier ist, wird sie wohl sehr gering sein. Vor allem, sie gehört auch nicht zu den Tieren, die zu dumm zum Verzaubern sind. Ja, genau, weil also es kann ja auch sein, dass es... Also, wir öffnen erstmal... Gibt ja auch Viecher mit MR20 oder so. Schwuppdiwupp, ich denke, da müssen wir nicht viel rechnen, aber ich mache für dich gerne ganz kurz das die Zubot auf. Haben wir den Salander Mutanda schon mal benutzt? Nicht erfolgreich, glaube ich. Dann kannst du mir mal sagen, was der Salander Mutanda eigentlich tut. Der Salander Mutanda verwandelt das Zielobjekt in eine vom Zauber bestimmbares, beliebige niedere Lebensform. Wichtig ist hier das Niedere. Das ist nicht so ganz klar definiert, aber für gewöhnlich kann das Objekt nicht größer werden oder kräftiger.
Also man könnte zum Beispiel einen Menschen in einen Hasen verwandeln, aber nicht in einen Oger, auch wenn je nach Auslegungssache der Oger durchaus die niedere Lebensform ist. Aber ein Oger könnte man in einen Menschen verwandeln? Vermutlich nicht. Der Mensch kann einen besonders hässlichen Menschen. Und einen besonders dummen noch dazu. Also eventuell. Aber es ist kein permanenter Zauber, ne? Es ist ja... Nein, der hält ein paar Stunden. Ja, okay. Er kann permanent gesprochen werden, aber das ist ein bisschen aufwendig. Ja, okay, gut. Stunden, das war jetzt das, was ich wissen wollte. Ich finde gerade keine Übersicht, aber ich glaube nicht, dass die MR einer Eidechse signifikant über 203 Punkten liegt. Das passt, ist okay. Ich möchte sie also in einen Floh verwandeln. Das Bemerkenswerte hier ist noch, sie behält ihre Konstitution und Lebenspunkte. Also sie ist, ist der stabilste Floh, den du gesehen hast. Der wird sie jetzt vermutlich eine Weile plagen. Hoffe ich mal. Zumindest ein paar Stunden. Genau. Aber es ist immer noch eine Eidechse. Und sie ist von Zar auserwählt, also wird da wohl höchstens eine gute Verbindung bestehen. Gut, machen wir weiter. Ich würde mich gerne mal in diesem Tempel der Harahandra umschauen. Ist ja ein richtiger Tempel, oder? Ja. Nee, es ist einfach nur ein offenes Ansammlung. Atrium. Ja, genau, ein Atrium. Es ist halt kein geschlossenes Gebäude. Es sind einfach nur ein paar Hütten, die eine Mitte haben, wo ein großer Brunnen steht und drumherum dann ganz viele Statuen von diesem männlichen Blitzeschleuderer oder dieser Regengott, eben auch repräsentiert durch den Brunnen. Aber es gibt hier kein Dach oder so etwas. Gibt es Unterschiede in der Darstellung, vielleicht unterschiedliche Aspekte der Desrahandra, Derahandra, wie auch immer? Also er ist immer männlich, ob er einen Bart hat, manchmal hat er auch keinen Bart. Die Statuen sind manchmal aus Holz, manchmal aus irgendwelchen abgelegten, ja, irgendwie wie Schnitzwerk, würdest du meinen. Aber Knochen auch. Es ist alles irgendwie Fruchtbarkeitssymbole. Und die geopferten Sachen sprechen auch dafür, dass es keine Krieger sind, die ihn anbeten, sondern tatsächlich Bauern. Also auch Feldfrüchte, vor allem Pfirsiche, die du erkennen kannst, die dann in diesen Opferschalen liegen und da dann auch von Fliegen heimgesucht oder zerfressen werden. Interessant. Ziegenfleisch. Interessant. Ich würde mal durch diese Ansammlung von Statuen wandern und mich mal so ein bisschen umschauen halt, ohne jetzt großartig teilzunehmen an der Anbetung oder den Riten, die eventuell diese Bauern vollziehen vielleicht. Tulamin würde an dem Brunnen eine rituelle Reinigung durchführen und sich ansonsten die Ikonografie einprägen, um ihr Wissen über diesen Kult zu erweitern und das ein bisschen mit dem zu vergleichen, was sie so in Fasar gesehen hat. Eine Frage. Was ist denn mein eigenes Wissen über wie lange existiert Kor schon? Weil ich als Spieler wüsste es nicht. Das ist eine gute Frage. Gib mir mal eine Götter- und Kulte-Probe. Weil Rafim ist ja eher doof wie Brot. Sechs Punkte. Sechs Punkte in deinem eigenen... Traurigerweise. Also, das kommt ein bisschen auf die Region an. Vor allem in der Wildermark weißt du ja, dass auch Kor als Sokramor angebetet wird, weil er wohl das schwarze Schwert geführt hat. Ist wohl auch der Sohn von Rondra und Pharmalor. Rondra ist Tulamidischer Gott, das ist kein bosporanischer Gott. Rondra kam wohl aus Fasar oder aus Kuncho. Und höchstwahrscheinlich ist Kor dann auch ein eher Tulamidischer Gott, das sagt ja auch die Haupttempel. Al-Anfa, Fasar und Kuntium sind die drei Haupttempel von Kor. Und du weißt, dass die Echsen ihn wohl auch gefürchtet haben als Kretonch. Das hast du auch neulich erst auf der Maraskanischen Insel mitbekommen. Du weißt wohl auch, dass die Unterwasservölker ihn als Krakon verehrt haben. Das würde ja auch mit seinem Avatar passen. Den habt ihr zwar nicht gefunden, noch nicht, aber es soll ja diesen Avatar von Kor geben. Ja. Aha. Ich, Tsulamin, ich würde mal etwas ausprobieren. Passt mal auf mich auf. Natürlich. Und zwar möchte ich versuchen zu meditieren. Ob das funktioniert. Ja, wie willst du meditieren? Willst du dich schneiden oder willst du kämpfen? Oder?
Ja, also ich, eigentlich wollte ich kämpfen, aber der Fakt ist schuld, dass hier nur Bauern sind. Du kannst mit Zulamin kämpfen, wenn du willst. Du kannst mit mir kämpfen, wenn du willst. Mhm. Ja, aber ich will nicht sterben. Ja, okay. Ja, ist eine gute Idee. Ich würde mit Zulamin kämpfen. Würdet ihr mir die Ehre erweisen? Natürlich. Na, wunderbar. Passt auf, wenn ich am Ende immer tiefer in die Meditation falle, werde ich in der Regel gewalttätiger. Also, wenn es so aussieht, als würde ich euch fast umbringen, ist nicht böse gemeint.